Das kleine Gespenst. Tohuwabohu auf Burg Eulenstein von Ottfried Preußler. Auf Burg Eulenstein hauste seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst. Es war eines jener harmlosen Nachtgespenster, die niemandem etwas zuleide tun, außer man ärgert sie. Tagsüber schlief es in einer schweren, eisenbeschlagenen Truhe aus Eichenholz, die wohl versteckt auf dem Dachboden stand. Und kein Mensch hatte eine Ahnung davon, dass sie eigentlich einem Gespenst gehörte. Erst des Nachts, wenn im Städtchen Eulenberg, das zu Füßen der Burg lag, die Rathausuhr Mitternacht schlug, erwachte das kleine Gespenst. Pünktlich beim 12. Glockenschlag öffnete es die Augen und reckte und streckte sich. Hatzi! Das kleine Gespenst musste jedes Mal niesen, wenn es aus der Truhe stieg, an die Spinnweben stieß und den Staub in die Nase bekam. Es schüttelte sich ein paar Mal, um richtig wach zu werden, und trat seinen mitternächtlichen Rundgang an. Wie alle Gespenster hatte es überhaupt kein Gewicht. Es war luftig und leicht wie ein Streiflein Nebel. Nur gut, dass es niemals ohne seinen Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln die Runde machte. Der leiseste Windhauch hätte genügt, um es auf und davon zu wehen, wer weiß wohin. Das war aber nicht der einzige Grund, weshalb das kleine Gespenst den Schlüsselbund ständig mit sich herumtrug. Es brauchte ihn nämlich bloß durch die Luft zu schwenken, da öffneten sich sofort alle Türen und Tore auf seinem Weg. Und zwar öffneten sie sich von selbst einerlei, ob verriegelt oder verschlossen, ob zugeklinkt oder nur angelehnt. Wenn das Wetter es halbwegs zuließ, begab sich das kleine Gespenst vom Dachboden schnurstracks ins Freie. Dann spielte es im silbernen Schein des Mondes mit den Fledermäusen, die des Nachts die Türme der Burg umflatterten. Es sah den Mäusen und Ratten zu, wie sie bei den Kellerfenstern aus- und einhuschten, und lauschte den Katzen bei ihrem Nachtkonzert. Am liebsten aber besuchte das kleine Gespenst seinen Freund, den alten, weisen Uhu Schuhu. Er hauste in einer hohlen Eiche am äußersten Rand des Burgberges, wo die Felsen steil nach dem Fluss hin abfielen. Heute saß der Uhu bereits auf seinem Ast, als das kleine Gespenst neben ihm landete. »Guten Abend, lieber Herr Schuhu«, begrüßte es ihn höflich. »Wie ist das werte Befinden?« »Danke der Nachfrage, mein lieber Freund«, antwortete der Uhu und unterdrückte ein Gähnen. »Müde bin ich. Auf der Burg war den lieben langen Tag solch ein Radau, man konnte kaum ein Auge zutun. Es rumste und krachte, als hätten sie im Burgmuseum alles umgeräumt.« »Und ich hab wieder einmal alles verschlafen«, ereiferte sich das kleine Gespenst. »Wie aufregend!
aufregend. Ich muss auf der Stelle nachsehen, was es dort Neues gibt. Der Uhu drehte bedenklich sein Haupt. Mein lieber kleiner Freund, nicht alles Neue ist sehenswert. Halten Sie sich lieber fern davon. Ach wo, seien Sie unbesorgt, wehrte das kleine Gespenst ab. Ich werd Ihnen auch alles erzählen, versprochen. Auf bald, mein Lieber, auf bald. Im Burgmuseum kam das kleine Gespenst aus dem Staunen nicht mehr heraus. In den nagelneuen Schaukästen glänzte das prächtige Tafelsilber, leuchteten die gläsernen Karaffen, glitzerten Spangen und Halsketten. Was wohl in jener kleinen Dose dort war? Ein Wink mit dem Schlüsselbund und die Vitrine öffnete sich. Doch anstelle von Edelsteinen lagen nur die Milchzähne der Grafenkinder darin. Achtlos legte das kleine Gespenst den Deckel beiseite und nahm sich die nächste Vitrine vor. Dass es dabei nicht alles wieder an seinen Platz zurücklegte, störte es nicht im geringsten. Voller Begeisterung ließ es 5 Zinnsoldaten über eine silberne Servierplatte marschieren, warf die säuberlich aufgereihten Münzen und Siegelringe in eine Suppenschüssel und der goldene Taschenwecker des Generals Thorsten Thorstenson wanderte kurzerhand in einen Nachttopf. Das kleine Gespenst fand mehr und mehr Gefallen an seinem Spiel, immer lustiger gerieten ihm seine Einfälle. Kichernd setzte es sich verschiedene Perücken auf und bewunderte sich im großen Wandspiegel. »Na, werte Genoveva«, sprach es zu dem Porträt der Burggräfin, »wie gefällt Ihnen meine neue Frisur?« Vergnügt trommelte es noch eine Weile auf den Eisenpfannen und Kupferkesseln, rollte die steinernen Kanonenkugeln auf dem Fußboden hin und her, dass sie nur so rumpelten, zog sich zuletzt die Perücke vom Kopf und machte sich dann müde und sehr zufrieden auf den Weg. Wie jede Nacht verspürte es kurz vor 1 Uhr zum Ende der Geisterstunde hin den unwiderstehlichen Drang zu gähnen. Es schwebte eilends zurück auf den Dachboden, wo es in seine Truhe stieg, um bis zur nächsten Mitternacht selig zu schlafen. Tags darauf kam der Uhrmachermeister Zifferle ins Museum, um sich eine kaputte Standuhr anzusehen. Erstaunt beobachtete er den Burgverwalter Finsterwalder, der grimmig durch das Museum lief und etliche Schaukästen wieder verschloss. »Wie es hier ausschaut«, rief Zifferle belustigt, »als ob Gespenster am Werk gewesen wären.« »Ganz richtig«, brummte Finsterwalder, »das Burggespenst von Eulenstein. Jede Nacht, genau mit dem 12. Glockenschlag, geistert es hier herum.« »Wirklich? Und haben Sie es schon gesehen?« fragte Zifferle neugierig. »Nun ja«, »gesehen noch nicht«, erwiderte Finsterwalder, »aber ich weiß, dass es da ist und diesen ganzen Unfug hier anstellt. Und jetzt ist auch noch der Taschenwecker von General Thorsten Thorstenson verschwunden. Mir reicht's, und zwar endgültig.«
Mit diesen Worten drehte er sich um und eilte hinaus.